Du hast noch keine Lust, deinen alten iMac zu entsorgen, willst aber heute noch damit arbeiten, und zwar flott und spaßig, dann ersetzt doch deine Festplatte durch eine SSD. In diesem Video zeige ich dir, wie das geht. Bevor du die Demontage startest, solltest du erstmal den RAM entfernen. Jegliche Arbeiten am Mac solltest du sehr vorsichtig ausführen, denn das Gerät ist leider sehr empfindlich und es kann leicht etwas kaputt gehen. Wenn das Gerät vom Strom entfernt ist, kannst du die Glasscheibe entfernen. Ich schiebe dazu Karten zwischen die Magnete und die Glasscheibe, du kannst aber auch Saugnäpfe benutzen. Sobald einige der Karten die Verbindung des Magneten mit der Glasscheibe unterbrochen haben, kann man die Glasscheibe nach und nach vorsichtig heraushebeln. Jetzt kann man die 8 Schrauben am Display entfernen und dann das Display vorsichtig anheben. Das Display darf man nicht sofort herausheben, denn es ist mit 4 Kabeln an den Platinen befestigt. Diese 4 Kabel muss man vorsichtig lösen, bevor man weitermachen kann. Hebe das Display so an, dass du an die Kabel kommst. Entferne zuerst das Vertikal-Synchronisationskabel. Das ist relativ einfach an der LED-Platine befestigt und kann leicht gelöst werden. Das Stromkabel da oben hingegen ist ein bisschen schwieriger zugänglich und kann manchmal durch einen Aufkleber, der darunter ist, etwas schwer zu lösen sein. Es hilft, wenn man beim Herausziehen den Stecker gleichzeitig ein wenig nach oben zieht. Ungefähr mittig auf dem Logic Board ist das Display-Datenkabel. Hier muss man eine Zuglasche nach oben ziehen und kann anschließend das Display-Datenkabel seitlich vorsichtig herausziehen. Das Kabel ist leider sehr empfindlich und darf nicht einfach nur nach oben gezogen werden. Zuletzt muss man noch den Thermosensor vom Motherboard entfernen und dann ist das Display bereit, losgelöst zu werden. Wenn man eine zweite Festplatte einbauen möchte, dann kann man das DVD-Laufwerk entfernen und an diese Stelle eine SSD einsetzen. Wenn man aber die HDD ersetzen möchte, wie ich das hier in diesem Video mache, kann man einfach hier die HDD herausnehmen und eine SSD an die Stelle setzen. Wenn man eine zweite SSD einbauen möchte, muss man auch das ganze Logic Board entfernen. Bei einem einfachen Wechsel ist das nicht nötig. Mit einem Torx-Schlüssel der Größe 10 kann man einfach die beiden Schrauben lösen, die die Festplatte am Gehäuse festhalten. Gleich danach entfernt man das Strom- und das SATA-Kabel und schon ist die halbe Arbeit getan. Um eine neue Festplatte einzubauen, gibt es wahrscheinlich viele Lösungen. Ich habe hier einfach die Rahmenhalterung wieder eingeschraubt und befestige die SSD nun, nachdem ich sie angeschlossen habe, mit einem Kabelbinder einfach an diesem Rahmen. Egal wie ihr die Festplatte befestigt, wichtig ist bloß, dass die Festplatte nicht wild im Gehäuse herumwackelt. Ob man das Geschwindigkeitspotenzial einer SSD durch dieses Vorgehen voll ausreizt, weiß ich leider nicht so genau. Denn im Bauplan steht, dass man die SSD am Port 20 anschließt auf dem Motherboard. Das habe ich in dem Fall nicht getan, weil ich das Motherboard ja gar nicht entfernt habe. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das normale Anschließen, wie ich es im Video gezeigt habe, funktioniert und auch zu ordentlichen Geschwindigkeiten führt. Wenn du aber mehr darüber weißt, lass doch einen Kommentar da.
Wenn alles gut gegangen ist, sollte dein alter Mac jetzt wirklich flott sein und wieder richtig Spaß machen. Also, ich hoffe, es hat geklappt. Viel Freude damit. Bis zum nächsten Mal und ciao.